Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt, wie man diese Perlenmuster strickt. Muster, den man wirklich für Anfänger, der wirklich für Anfänger ist, geeignet, ist einfach zu stricken, weil hier haben wir nur rechte und linke Maschen. Sieht ganz toll aus, egal welche Wolle du da nimmst. Ich habe hier bei dieser Mütze habe ich diese Perlenmuster mit etwas dünner Wolle gestrickt. Hier war das bisschen dicker Wolle, wie du siehst. Das habe ich euch schon bei dem Stirnband gezeigt. Ist ganz kleiner Unterschied und auch hier etwas dicker Wolle und da sieht das schon ganz anders aus. Das sind ganz etwas größere Perlen. Diese Muster kann man wirklich für alles verwenden. Ich habe euch schon gezeigt, ich habe für meine Enkelin eine Mütze gestrickt, Stulpen und Stirnband. Und ich wollte euch in meinem nächsten Video noch zeigen, wie man diese Umschlag, glaube ich, heißt das, hier strickt, dass das hier fest bleibt. Aber das im nächsten Video, was ich vielleicht noch heute schaffen würde. Jetzt erstmal zu diesem Perlenmuster. Du schlägst so viele Maschen, wie du brauchst für dein Projekt. Ob das Socken sind oder in dem Fall, so wie ich euch gezeigt habe, diese Stirnbänder mit diesem Perlenmuster. Wie ich schon sagte, für Socken ist das auch ganz toll geeignet. Du schlägst einfach so viele Maschen, die du für dein Projekt brauchst. Und wenn du schon rechte und linke Maschen stricken kannst, ich würde euch das ganz langsam jetzt zeigen. Ich würde das gleich mit helleren Stricknadel stricken. Ich habe nur diesen Anschlag gemacht mit diesen dunklen. Denn wenn ich euch das jetzt ganz langsam zeige mit die dunkle Wolle mit hellen Stricknadel, dann würdest du bestimmt keine Probleme haben. Und dein Projekt wird ganz anders aussehen, nicht so langweilig, wo vorne rechte und hinten nur linke Maschen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Maschen anschlagen kann. Du machst das so, wie du das gelernt hast. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier musst du nicht achten, dass das so ein Maschenanschlag ist oder andere. Machst das so, wie du das gelernt hast. Wie ich schon sagte, bei mir ist immer wichtig die erste Masche. Die erste Masche ist die Randmasche und die letzte. Wenn du jetzt zum Beispiel Stirnband steckst, das ist wichtig dann, dass die Ränder sauber sind. Die erste Masche hebe ich, die stricke ich nicht. Dann die nächste Masche stricken wir ganz normal rechts. Ich möchte die Schärfe so gut wie möglich haben. Die erste Masche stricken wir rechts. Dann die zweite Masche links. Und wieder eine rechte Masche. Und wieder eine linke. Hier die erste Reihe strickst du genauso wie Bündchen 1, 1 mal 1. Das heißt eine rechts, eine links. Eine rechts, eine links. Das ist so jetzt gestrickt. Die erste Reihe, so wie wir das stricken, wenn wir Bündchen stricken. Eine rechte Masche, eine linke Masche. Und bei mir ist die vorletzte Masche links
Und dann die letzte Masche habe ich die Randmasche, die wird auch links gestrickt. Jetzt brauche ich die dunkle Stricknadel nicht, weil ich möchte mit euch das mit hellen jetzt machen. Und jetzt wenden, die Arbeit wenden wir. Und wir stricken jetzt die zweite Reihe. Und normalerweise, wenn du jetzt Bündchen stricken würdest, dann würdest du so stricken, wie die Maschen erscheinen. In dem Fall, wo wir jetzt diese Perlenmuster stricken, stricken wir die Maschen umgekehrt. Das heißt, die erste Masche ist die Randmasche. Und jetzt haben wir hier, erscheint bei mir rechte Masche. Und die rechte Masche stricke ich nicht nach rechts, sondern nach links. Jetzt die zweite Masche, die erscheint als linke Masche. Und die stricke ich nicht links, sondern rechts. Wieder erscheint hier bei mir eine rechte Masche und die stricke ich links. Hier erscheint eine linke Masche und die wird rechts gestrickt und so weiter. Da wo rechte Masche erscheint, strickst du die Maschen links. Da wo linke Maschen erscheinen, strickst du die rechts. Du siehst, das ist wirklich ganz einfach, weil hier musst du keine Umschläge oder zwei Maschen zusammen oder was weiß ich. Hier strickst du einfach nur rechte und linke Maschen. Wichtig ist, dass bei dem Perlenmuster, hier haben wir die letzte oder vorletzte, beziehungsweise vorletzte, weil die letzte ist meine Randmasche. Die vorletzte war linke Masche bei mir und die stricke ich auch nach rechts. Und dann die letzte Masche stricke ich nach links, weil das ist meine Randmasche. Jetzt die Arbeit wenden. Die erste Masche heben, das ist die Randmasche und jetzt haben wir hier erscheint mir eine linke Masche und die stricke ich nach rechts. Hier erscheint eine rechte Masche, die nach links und so weiter. Das machst du in jeder Reihe. Da wo die Maschen erscheinen rechts, die strickst du dann links hier und die, die links erscheinen, strickst du rechts. Wie du siehst, das ist wirklich kinderleicht, das ist einfach, da musst du nur am Anfang nur achten, dass du da, wo linke sind, rechts strickst und umgekehrt, wo rechts sind, dass du links strickst. Die letzte Masche ist die Randmasche und die stricke ich nach links und so weiter. Und so machst du das weiter. Bis du die Länge, hier ist rechte Masche, also stricke ich die nach links. So strickst du das, wenn du zum Beispiel mit diesem Perlenmuster diese Stirnband stricken willst, was ich euch in meinen anderen Videos gezeigt habe, die Stirnbänder. Dann strickst du das so, wie wir jetzt das gelernt haben. Hier erscheint linke Masche, hier erscheint rechte Masche, stricke ich nach links. Die linke Masche, die hier erscheint, stricke ich nach rechts. Die rechte nach links und so weiter und so weiter. Bis du, wenn du das für Stirnband strickst, bis du die Länge erreicht hast. Und so sieht das aus nach ein paar Runden oder Reihen, was wir jetzt zusammen gestrickt haben. Wie du siehst, jetzt haben wir die kleine Perlen und die Perlen erscheinen auf beiden Seiten. Die haben wir auf beiden Seiten, die Perlen. So sehen die aus, wenn die aus dicker Wolle sind, auf beiden Seiten. Und das haben wir mit etwas dünner Wolle gestrickt. Mit Stricknadel in der Stärke 4 habe ich das jetzt gestrickt und ich hoffe, ich habe euch das so langsam erklärt, dass du das mit mir zusammen geschafft hast. Das war's. Ich wollte euch schon jetzt einladen
auf mein nächstes Video, wo ich euch diese Knick zeige hier für die Mützen, wie man diese Bündchen umkrempeln kann und da keine Probleme damit hat, nachher, dass das rutscht oder so. Okay, jetzt sage ich erstmal Dankeschön für euren Besuch, für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.